So, hallo und herzlich willkommen zu Monkey Island 4. Hier sind wir da im karibischen Feeling hier. Ja, jetzt auf Monkey Island hier gelandet und jetzt sehe ich so langsam, dass die Figur so ein bisschen, aber nur so ein bisschen aussieht wie ein Affe, aber ja, mit viel Fantasie würde ich mal sagen. So, wir gehen mal. Besuche Lichtung. Aha. Da ist also Herman Tooth Root. Was hat denn der da für ein Schiff? Der hat doch da einen ganz anderen Bau gehabt vorher. Und da hat er Fische hängen, da wie man sieht und so. So, betrachte Notiz. An alle LeChuck-fürchtigen Bürger von Monkey Island. Wir laden Sie herzlich zu unserem Bingo-Turnier in der Kirche ein. Jeden Dienstag um 12 Uhr. Nichtmitglieder sind herzlich willkommen. Gezeichnet Vater Rasputin, orthodoxer Säulenheiliger. Dienstagmorgen oder Dienstagnacht? Was? Kannst du mitnehmen? An alle LeChuck-fürchtigen Bürger von Monkey Island nicht mitgezeichnet. Ich wollte ja nur einstecken, aber ich habe die falsche Taste wieder mal gedrückt. Betrachte die Baracke. Wie putzig. Ja, ist doch schön, eine schöne Hängematratze hier. Naja, ein bisschen hart, aber naja. Wie putzig. Es gehört sich nicht, das Haus von jemandem zu betreten, ohne zu fragen. Ach geh, das hat dich doch sonst nie gestört, oder? Betrachte Kokosnuss. Bilde ich mir das ein, oder könnte man die Dinger auch mit Bowlingkugeln verwechseln? Ja, durchaus. Allerdings haben sie da keine Löcher. Das sind nur solche, wie soll man das nennen? Solche Strünke sozusagen. Wo sie dranhängt. So. Jongliere Kokosnuss, geht es? Macht das Sinn, mit nur einem Ding zu jonglieren? Ja, warum nicht? Macht das Sinn, mit nur einem Ding zu jonglieren? Also steck halt mal ein. So, okay. Vielleicht brauchen wir noch mehr. So, ein Lagerfeuer. Ah, es geht nichts über ein warmes Lagerfeuer. Nachts ist es wahrscheinlich noch schöner. Denke ich auch. Jetzt am Tage ist es eigentlich zu heiß, oder? Es ist ein warmer Tag. Ich brauche nicht auch noch ein Lagerfeuer. Ach komm, einstecken und mitnehmen, ne? So. Herman! Wo? Hier! Sie sind Herman Toothrot, der Einsiedler von Monkey Island. Bin ich das? Und wer bist du? Ich bin Galber Schieber, dein mächtiger Pirat oder so. Oder ist gut. Mann, ich hab dir in Vietnam den Arsch gerettet. Dem können wir aber wahrscheinlich alles erzählen, oder? Wenn er nicht mehr weiß, wer er selber ist. Na, ich mach mal das hier so. Ich bin Guybrush Threepwood, Ihr bester Freund. Wenn du mein bester Freund bist, wo warst du dann, als ich mein Gedächtnis verloren habe? Okay. Sie haben offenbar Ihr Gedächtnis verloren? Sie haben offenbar Ihr Gedächtnis verloren. Tatsächlich? Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Okay. Ja, woran können Sie sich denn noch erinnern? Woran können Sie sich erinnern? An ein beschauliches Leben. Bis ein völlig verblödetes Kind namens Sheepgood hier auftauchte und behauptete, mein Name wäre Herman. Freut mich, dass Sie nur Ihr Gedächtnis und nicht Ihren Sinn für Humor verloren haben. Okay. Denken Sie mal scharf nach. Erinnern Sie sich an noch was? Denken Sie scharf nach. Erinnern Sie sich an noch etwas? Ich erinnere mich, dass mir jemand eine Menge dummer Fragen gestellt hat, Blondie. Ja, du sollst nicht das sagen, was sie mir gerade machen hier, hm? Okay, was ist das Letzte, wo sie sich daran erinnern können? Kommt jetzt auch wieder so ein Case raus? Was ist das Letzte, woran sie sich erinnern können? Wird das jetzt eine Art Regressionstherapie oder was? Ich glaube nicht. Ich habe nämlich keine Lust aufzuwachen und zu glauben, dass ich von Außerirdischen entführt wurde. Versuchen Sie einfach, sich zu erinnern. Was? Ich erinnere mich, dass ich mit einer riesigen Beule neben meiner Hängematte aufgewacht bin. Wann war das? Oh, vor ein paar Stunden. Können Sie sich weiter als ein paar Stunden zurückerinnern? Leider nein. Ist das schlimm? Ich kann mich nicht erinnern. Okay, ja, inzwischen wahrscheinlich auch nicht. Und können Sie sich inzwischen an mehr erinnern? Bevor ich neben meiner Hängematte aufgewacht bin? Nein. Okay. Dann denke ich mal weiter und erkunde die unendlichen Weiten ihres gewissen Gehirns später. Ich denke, ich erkunde die unendlichen Weiten ihres Gehirns später. Wie du meinst. Also seine Lache hat er ja noch. Wie stehen denn die Aktien auf Monkey Island? Wie stehen die Aktien auf Monkey Island? Das hier ist eine Insel? Ja klar.
Ich brauche Ihre Hilfe. Ich brauche Ihre Hilfe. Aha, ich habe mein Gedächtnis verloren und er braucht meine Hilfe. Ha. Ja, da. Wissen Sie noch, wo Ihr Schiff vor Anker liegt? Wissen Sie noch, wo Ihr Schiff vor Anker liegt? Ich muss wirklich, wirklich nach Mealy Island zurück. Ich habe ein Schiff? Ich dachte, ich bin ein Einsiedler. Ja, schon, aber... Habe ich etwa auch ein Handy? Was? Aber ein Einsiedler mit Schiff. Meine Güte. Und Sie wissen wenig, wo Ihr Schiff ist? Naja, das... Und Sie wissen wirklich nicht, wo Ihr Schiff ist? Nein. Und ehrlich gesagt, glaube ich deine Geschichte mit dem Einsiedlerschiff auch nicht. Also gut, Sie haben vermutlich keine Ahnung, wie man einer ultimativen Beleidigung beikommt, oder? Sie haben vermutlich keine Ahnung, wie man einer ultimativen Beleidigung beikommt, oder? Was soll das sein? Ein großes, mächtiges Voodoo-Dingens. Voodoo? Was ist das? Er weiß gar nichts mehr. Okay. Kommen wir nicht weiter. Ich frag mal ein anderes Mal, ne? So kommen wir nicht weiter. Ich frage Sie besser was anderes. Es sollte nicht allzu lange her sein, Windelpupser. Ja, also wirklich Späße kann er noch hier. Ich könnte immer noch Ihre Hilfe gebrauchen. Ja. Bis später, Hermann. Bis später, Hermann. Wer? Ja, wer? Ja, gut. Normalerweise ist es ja im Comic immer so. Wenn jemand was auf die Birne bekommt, hat er auf einmal sein Gedächtnis verloren. Und wenn man dann nochmal draufhaut, dann kriegt er es eigentlich wieder. Wir können es ja mal versuchen, wenn wir ihm die Kokosnuss an den Dates werfen. Aber vielleicht dann mehr wieder weiß. So, wie auf. Hermann? Wo? Au! Und? Was zum Teufel soll das werden? Hey, ich bin Hermann Toothrot. Hermann, Sie haben Ihr Gedächtnis wieder. Teilweise. Ich kann mich immer noch nicht an dich erinnern. Das wird schwieriger, als ich dachte. Vielleicht müssen wir noch ein paar Mal auf den Kopf hauen, aber mit der Nuss wird es nicht mehr weiterhelfen, oder? Was macht das Gedächtnis? Was macht das Gedächtnis? Ich weiß nicht. Frag mich was. Woran können Sie sich erinnern, oder was ist das Letzte? Was ist das Letzte, woran Sie sich erinnern können? Lass mich überlegen. Ich erinnere mich, dass ich auf einer Lichtung neben einer Milchflasche aufgewacht bin. Neben einer Milchflasche? Ja. Das hatte vermutlich etwas mit den Explosionen im Vergnügungspark zu tun. Explosionen? Ja. Nachdem irgendein Dämonen-Zombie-Geisterpirat den Park in die Luft gejagt hatte, suchte der Kerl das Weite. Was er kurze Zeit später auch fand. Dummerweise ist nach all den Explosionen der Vulkan auf der Insel wieder ausgebrochen. Wann war das? Vor einigen Monaten. Oh, das ist aber schon lang her. Heißt das, Sie können sich nur noch an die letzten Monate erinnern? Heißt das, Sie können sich nur an die letzten Monate erinnern? Das heißt es. Ich kann mich an rein gar nichts erinnern, bevor ich neben dieser Milchflasche aufgewacht bin. Okay, dann müssen wir eine Milchflasche finden, die ihm wahrscheinlich auch an Dates werfen. Das wird so eine Reihenfolge sein, dass wir immer das, wo er nachher aufgewacht ist, wieder das ihm an den Schädel werfen müssen, ne? Gut, dann mache ich mal ich weiter. Ich denke, ich erkunde die unendlichen Weiten Ihres Gehirns später. Wie du meinst. Ja, und wie wär's jetzt noch mit Hilfe? Ich brauche Ihre Hilfe. Dazu muss ich dich nur ansehen. Haben Sie vielleicht den Hauch, wo es Ihr Schiff sein könnte? Haben Sie vielleicht den Hauch einer Idee, wo Ihr Schiff sein könnte? Nein. Okay, das weiß er immer noch nicht. Sie sind vermutlich noch nicht über eine Möglichkeit gestellt, wie ich Ozzy und LeChuck bezwingen kann, oder? Sie sind vermutlich noch nicht über eine Möglichkeit gestolpert, wie ich Ozzy und LeChuck bezwingen kann, oder? Was sind das für Kerle? Das hatte ich befürchtet. Okay, da hilft uns so erstmal gar nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie mir im Moment keine große Hilfe sind. Wenn ich dir helfen soll, stell mir gefälligst ein paar Fragen, die ich beantworten kann. Ja, gut, dann bis später, mein lieber Hermann. Bis später, Hermann. Bis dann, Fremder. Okay, ja, wir müssen hier barfuß rumlaufen, einen Mast haben wir jetzt, ja. Prima Sitzbalken. Ja, und? Ich habe keine Zeit, hier am Strand rumzuhängen. Ja. Das hebe ich nicht auf. Okay, alles klar. So, gucken wir mal. Können wir mit den Fischen hier irgendwas machen? Die hängen nur rum. Echt? Das hebe ich nicht auf. Ja, willst du auch nicht, ne? Nach der Lua-Bar-Küche und dem Köderladen in Luke Town möchte ich jetzt erstmal keinen Fisch mehr anfassen. Ach, okay, verstehe ich. Ein riesiges Rad. Wie kommt denn da ein Rad her? Wo dieses riesige Rad wohl herkommt? Ja, keine Ahnung. Das kann ich nicht verwenden. Das hebe ich nicht auf. Okay, wollten wir nochmal abchecken.
So, jetzt sind wir hier eigentlich erstmal durch. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir im Wald eine Flasche finden, die wir den lieben Hermann an Dez knallen können. Hier kommen wir nicht raus, oder? Nö, scheint nicht so. Ja, sonst ist man normalerweise immer am Bildschirmrand irgendwo rausgekommen. So, dann gehen wir mal hier längs irgendwo. Da, ja, okay. Nee. Hier, ja. So. Da fehlt irgendwie die Musik auf der Insel, keine Ahnung warum. Aber normalerweise, ich habe die CD eingelegt, gehe jetzt zur Schlucht. So. Die war doch aber da, oder? Na, egal. Ich check das nochmal ab nachher. Betrachte noch eine Notiz. AT, AW, Betrieb der Mine. Sofort aufhören. Sofort. Durch die Arbeit in der Mine entstehen auf unserer heiligen Insel Senkgruben. Gezeichnet JJJ. Was? JJJ? Wer ist JJJ? Ach, die kannst du auch mitnehmen, oder? Einfach so, wenn wir schon die anderen in der Tasche haben. So. Umgekippter Wagen. Das war bestimmt eine klasse Fahrt. Weiß man's? Das ist viel zu schwer. Okay. Hoppla. Das wollte ich nicht. Kann ich eigentlich. Ach, ich drücke immer die falsche Taste zum Rennen. Dann heb halt die Kokosnuss genau. Ist hier Da hinten? drüben ist bloß eine große Ebene. Das ist eine Sackgasse. Zeitverschwendung, sich hier Okay. umzuschauen. Okay, wenn du das sagst, das wollte ich nur wissen. Dann gehen wir mal in die Mine, oder? Aha. Stiehlst du etwa mein Gold, Kleiner? Amen. Das bin ich. Tja, man sieht sich, Goldjunge. Witzig, betrachte An Wurzeln. der Decke wachsen jede Menge Wurzeln. Ohne die Wurzeln wäre es nur ein ordinärer Himmel. Ich glaube kaum, dass ich diese Pflanzen durch die Decke ziehen kann. Ach, geh. Betrachte Hebel. Das ist der Hebel für die Weiche. Lore. Kaputt. Aha. Klemmt wohl. Kaputt. Kaputt. Das hebe ich nicht auf. Okay, der Hebel ist nutzlos. Noch mehr Wurzeln, was? An der Decke wachsen jede Menge Wurzeln. Ohne die Wurzeln wäre es nur ein ordinärer Himmel. Betrachte Beutel. Ein Beutel. Kannst du mitnehmen? Sieht ziemlich nutzlos aus. Ach Sieht komm. ziemlich nutzlos aus. In den Gang. Was mag wohl hinter dieser Bretterwand sein? Tja, keine Ahnung. Was? Stärke? Was war da mit Stärke? Ach, Säcke mit Das Cheesepulver. ist aber nicht besonders sicher, Schwarzpulversäcke neben offenem Feuer zu lagern. Die sehen zu schwer zum Tragen aus. Da kannst du nicht irgendwie ein bisschen Die sehen mitnehmen. zu schwer zum Tragen aus. Schade. Also in den Gang kannst du nicht rein, ne? Okay. Säcke mit Cheesepulver immer noch. Fass. Ob das Fass wohl explodiert, wenn ich darauf schieße? Ne, du hast ja nicht mal eine Waffe dabei. Ich habe nichts zum Schießen. Das hebe ich nicht auf. Okay. Sonst noch was? Betrachte schwere Metalltür. Eine große Metalltür. Von dieser Seite lässt sich die Tür nicht öffnen. Das hebe ich nicht auf. Betrachte Portal. Stockdunkel, aber ich sehe die Türklinke. Ah. Durch dieses Portal passe ich auf keinen Fall. Das hebe ich nicht auf. Öffnung. Eine geschlossene Öffnung. Und jetzt? Stockdunkel, aber ich sehe die Türklinke. Das hebe ich nicht auf. Ja, was hat uns das jetzt gebracht? Die Öffnung? Keine Ahnung. Gut, in der Mine kommen wir wohl nicht gerade weiter. Vielleicht müssen wir da nichts machen, aber naja. Eimer? Halt. Wo war hier ein Eimer? Wurzelhebel, Eimer. Ein Loch ist im Eimer. oh Henry, ja. Nein, da ist ein Loch drin. Ach komm. Nein, da ist ein Loch drin. Ah, vielleicht hätte man da halt was reingesteckt, irgendeinen Korken oder sonst sowas. Naja, egal. So, die Mine war jetzt nicht das. Was ist denn das hier? Oh. Moment, Bananenpflücker? Ein vergoldeter Bananenpflücker. Hey, der Griff ist wie ein Mensch geformt. Komisch, dass ich das beim letzten Mal nicht bemerkt habe.
Ja, jetzt kann man einstecken, ganz einfach. Ja gut, wenn wir den haben, gehen wir erstmal wieder zurück am Strand, oder? So, brrp, dim, 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 dim. Halt mal, ich will doch da unten lang. Ach Mann. Warum funktioniert das nicht? Hä? Ich will zurück zur Lichtung. Hallo. Ach, ich muss da rumlaufen. Also nee, zum Strand natürlich. So. Das war jetzt blöd. So, jetzt die Bananenstaude. Wir hätten da ein Pflückerli. Ja, der sieht wirklich anders aus, der Pflücker. Und außerdem war er viel größer, den hat er ja nie in der Tasche tragen können. Oder so. Ach nee, das war, weil er dann nicht mit, durch die Planke kam. Verwende mit Bananenstaude, ja. So, dann zeig mal. Ach, da hinten hängen sie. Hab eine. Ja, eine. Willst du noch eine? Noch eine? Hab Jawohl. eine. Wie viel können wir da jetzt pflücken? Oh. Okay. Jetzt ist alles von der... Hey, hör auf! So. Okay. Kann man dem Tim jetzt Bananen geben? Ist Banane? Okay, wir können da essen, aber das bringt uns nichts. Verwende Banane mit Timmy. Hier eine Banane. Na komm, nimm. Okay, und jetzt? Willst du noch eine? Er folgt mir schon. Ich will nicht, dass ihm übel wird. Okay, na gut, dann esse es selber. So, erst schäle ich dich, dann esse ich dich, dann werfe ich dich zum Fenster raus. So. Gut, können wir mit dem Timmy jetzt irgendwas machen? Ach, grüß Gott, Hermann. Tschüss, Hermann. Ist der Timmy jetzt noch hinter mir? Schlucht. Dann gehen wir nochmal zur Schlucht. Zzt. Nee, Timmy folgt mir jetzt nicht mehr. Okay. Na, also. Auch da rennt noch ein Affe da oben rum. Ja, ich habe jetzt gedacht, wir könnten mit Timmy. Geh jetzt zur anderen Seite der Schlucht. Okay. Ich habe gedacht, wir könnten mit Timmy was machen. Ach, jetzt sind wir da oben. Was? Was war das gerade? Betrachte schicke Felsformation. Ich frage mich, wie die Felsen sich so arrangiert haben. Das kann ich nicht verwenden. Echt nicht? Ja, und das bringt jetzt was? Gar nichts, oder? Tja, okay. Wo können wir denn noch? Ach nee, da können wir nicht weiter. Okay. Ja, ist ja schon gut. Brauchst nicht weiterlaufen. Glaub, da vorne noch irgendwie was. Nee. Aber da hinten brauchen wir gar nicht mal weiter. Dann können wir jetzt, also hier fehlt wirklich ein bisschen die Musik, marschiere zum Aussichtspunkt. So. Ist es der, wo ich denke. Oha, was ist denn das? Ameisenlabyrinth. Betrachte den Kanal in der Mitte der Klippen. Aha. An der Seite der Klippe ist ein merkwürdiger Kanal. An der Seite der Klippe ist ein merkwürdiger Kanal. Betrachte Steinhaufen. Normalerweise ist ein Haufen Steine ja nicht so interessant, aber die hier. Das scheint ein Spiel zu sein. Wir müssen wahrscheinlich versuchen, einen Stein irgendwie in die Mitte zu bringen. Wie viele Steine können wir denn nehmen? Vielleicht Einstecken. mache ich irgendetwas mit dem Felsen, bevor ich etwas anderes mache. Ah, verwirf einen Stein auf der rechten Seite rein. So, jetzt läuft er da durch. Wir gucken erstmal mit einem Stein, wo der rauskommt. So, ich sehe nicht. Ah, da kommt er.
Töter die Wurzel betätigen. Okay. Rollt hier durch. Wo kommt er jetzt? Keine Ahnung. Wo ist denn der Stein? Ich sehe nicht. Jetzt im Moment sehe ich nicht. Ah, da kommt er. Fällt er unten durch. Und da unten, ja. Aha. Und das bringt gar nichts wahrscheinlich. Okay. Das ist wie ein Katapult jetzt hier. Nehmen wir mal noch einen Stein. Werfen den Stein in der Mitte der Klippe rein. So, Witch. Das geht ein bisschen lahmarschig, finde ich. Aber naja, vielleicht brauchen wir die Zeit. Der kommt jetzt so raus. Sehe ich gerade nicht. Ah, da kommt er raus. Hat da den Wurzel bedrückt. Was das auch immer bringt. So, der läuft jetzt da und... Aha! Er läuft links, rechts raus. Schlägt am Strand ein. Aha, das ist aber ein großer Felsen. So, und jetzt nehmen wir nochmal ein. Und schmeißen den ins linke Loch. Cooler, cooler. Der geht gleich so runter und ja. Fliegt auch zum Strand. Ich glaube, auf der Rampe sind keine weiteren Felsen. Hä? Wie? Gut, jetzt müssen wir da gucken, wie wir das Ganze machen, ne? Aber das würde ich sagen, machen wir erst in der nächsten Folge. Ich danke euch wieder recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Legolas. Tschüss.